So, sein Auto fängt an zu driften, wenn es nach... Was? My car started to drift to the right few days ago. Achso, vor ein paar Tagen hat sein Auto, ist sein Auto angefangen, nach rechts zu lenken, automatisch ein bisschen, ohne dass er irgendwas dazu tut. Könntest du da etwas tun? Ich denke doch schon, wir machen auf jeden Fall einen Test-Drive und finden und eliminieren dann die Ursache. Alles klar, bin ich voll mit am Start. Zack. Wollen wir noch gucken, ob der so nach rechts lenkt von alleine. Ich habe gerade schon gedriftet gelesen und habe mich schon gefreut, dass wir hier rumdriften können. Aber irgendwie kann ich das so nicht feststellen. Egal, wir machen auf jeden Fall den Test-Drive jetzt hier nach bestem Wissen und Gewissen, weil es ja auch auf der Liste steht. Übertreiben natürlich immer ein bisschen mit der Handbremse, aber da muss der Kunde ja nichts von erfahren. Zack. Hallo? Hallo? Was zur Hölle? Ich war gerade irgendwie im Rückwärtsgang, konnte aber dann mit dem Vorwärts-Arrow-Pfeil, mit dem Vorwärtspfeil Gas geben, aber dann hat er halt im Rückwärtsgang Gas gegeben. So, wenn ihr versteht, was ich meine. Man kann halt nicht rückwärts fahren, indem man nach hinten drückt. Scheiße, wir haben den Slalom nicht geschafft. Müssen wir nochmal eben neu machen. Sondern der schaltet auch anscheinend irgendwie in den Rückwärtsgang. Man kann dann mit der normalen Vorwärts-Gas-Taste rückwärts fahren. Ich demonstriere das nochmal eben. Jetzt sind wir im Rückwärtsgang und ich drücke nach vorne. Dann schaltet er wieder in den ersten. Okay. Jetzt sind wir im Rückwärtsgang. Ich drücke nach hinten. Dann fahren wir rückwärts. Jetzt drücke ich nach vorne. Ich verstehe es nicht. Naja, vielleicht habe ich auch gerade irgendwie was Komisches gemacht, wer weiß. So, erstmal wieder hier in die Cockpit-Perspektive. Slalom abgerissen. Ich hoffe mal, das kommt noch, dass man wirklich bei der Probefahrt auch merkt, wenn was kaputt ist oder wenn irgendwie da wirklich so ein Huppeln auftritt oder so ein Schlackern oder nach rechts driften, was auch immer. Dass man das einfach merkt in der Probefahrt, weil dann macht es auch erst wirklich Sinn, eine Probefahrt zu machen. Andererseits kann man jetzt sagen, die Daten, die unser virtueller Mechaniker-Freund hier jetzt gesammelt hat, die sehen wir in Form von kaputten Sachen, wenn wir unter das Auto schauen jetzt. Aber erstmal, wenn wir es auch schon lange nicht mehr gemacht haben, performen wir einen Path-Test und schicken die Karre auf den Diagnostik-Path. Finde ich immer ganz witzig. Das zeigt uns auch direkt an hier. Als erstes kommt jetzt der Bremstest, ob die Bremsen asymmetrisch bremsen und so. Das wollen wir direkt mal kontrollieren. Und das gilt dann nachher auch für die Federung. Da kann man immer direkt sehen, ob da eine Differenz stattfindet. Und dann ist es schon der erste Hinweis auf, irgendwie einen kaputten Stoßdämpfer auf einer Seite oder so. Weil er sagt ja auch, das Auto driftet nach rechts. Das heißt, eine gewisse Asymmetrie muss da wohl vorhanden sein. Bremsen sind okay. Es gibt keine Differenz. Die sind auch noch relativ stark, beziehungsweise vollkommen ausreichend mit 94,7. So. Jetzt geht's zum Rütteltest. Vorderreifen, Vorderachse wird gerüttelt. Und da sehen wir schon eine große Differenz. Rechts ist viel mehr Spielraum vorhanden als links. Mal gucken, wie es hinten aussieht. Hinten sieht's auch super aus. Da brauchen wir uns also gar nicht drum kümmern. Es wird wahrscheinlich nur vorne rechts das Problem sein, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja, kommen wir nochmal zurück hier. Ich denke doch schon, oder? Na. Na bitte, das sind wir doch. Alles klar. Ab auf die Hebebühne. Nee. Die lassen wir eigentlich mal eben wieder unten. Ich unterstelle nämlich, wir müssen hier vorne rechts an den Reifen. Zack. Zack, zack, zack. So, so. Und jetzt gehen wir natürlich in diesen Modus und sehen direkt schon... Aha! Hier ist alles cool. Was soll das denn? Da, die Rubberbushings sind rot. Super, kommen wir da denn so dran? Nee, da müssen wir von unten dran. Diese Drecksau von Rubberbushing. Egal. Zack. So. Jawohl. Die kaufen wir mal eben neu und hoffen, dass es dann schon des Rätsels Lösung ist. Das wäre natürlich super einfach, wenn er... Aber auch krass, was dann so eine Gummiabdichtung für eine Auswirkung hat, ja? Wenn das Auto deswegen nur nach rechts zieht. Kleine Ursache für ein großes Problem. So. Zack. Und jetzt einmal wieder das Auto runterlassen und den Reifen wieder dran schrauben.
Mit der Hoffnung, dass dann schon wieder alles okay ist. Schraub, 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 schraub. Zack, so, was sagt die Invoice? Na bitte, Testverfahren gemacht, Kurs eliminiert, also die Ursache eliminiert, gefunden und eliminiert und damit schließen wir den Auftrag ab. Proceeden zum Auftrag Nummer 36. Mann, 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 ich bin mal gespannt, wie viel der Karrieremodus bietet. Es gibt ja auch noch einen unendlichen Modus. Aber wir gucken erstmal, das war jetzt Auftrag 36 in Angriff nehmen. Ich habe bemerkt, dass die Power, die Leistung ab und zu nachlässt oder plötzlich nachlässt. Ich habe keine Ahnung, wie man das reparieren kann. Könntest du mir helfen? Oder sie wahrscheinlich. Und da sage ich doch erstmal, damn! Dickes Auto! So einen fetten Schlitten hat man natürlich schon mal. Ist der Chrysler C300 Verschnitt oder wie er heißt. Ich hoffe doch mal in der Hemi-Version. So, und was sollte man nachgucken? Genau, die Zündung war nicht mehr richtig, beziehungsweise plötzlicher Leistungsabfall. Woran könnte das wohl liegen? Einmal kurz unseren Schrauberblick angeschraubt. Aha, aha. Da haben wir schon mal das erste defekte Teil. Airflow Filter Tube V6. So, wir gucken mal eben auf den Luftfilter nach. Es kann natürlich sein, dass wenn da so ein Löchlein drin ist in diesem Luftschlauch, dass da durch Druckverlust und so natürlich ein Leistungsabfall hervorgerufen werden kann. Kann ich mir schon gut vorstellen, so als Nichtschrauber. So. Hier ist aber alles okay beim Luftfilter und so, das können wir eigentlich alles wieder dran schrauben. Den Flowmeter auch. Ne, der ist auch kaputt. Ach, sieh mal. Sieh mal, sieh mal. Guck mal eben, ob wir eins von beiden oder vielleicht sogar beides reparieren können. Ja, den können wir reparieren, das machen wir auch. Und jetzt kaufen wir nochmal eben einen neuen Luftschlauch, bauen das Ganze wieder an. Zack, zack, zack. Ganz nach oben, da ist er. Airflow Tube. Ne, scheiße, Airflow Tube V6 brauchen wir. Verdammte Axt. Zu viel Geld ausgegeben. Naja, das Geld, was wir jetzt bei der Reparatur durch die Reparatur des Flowmeters hier eingenommen haben, haben wir jetzt wahrscheinlich durch den Kauf des falschen Airtube-Filters wieder verloren. So. Ah, okay, es ist noch nicht alles hier. Okay, okay, okay. Ich überlege gerade, also ich spare mir den anderen Schlauch auf für den nächsten Vierzylinder. Entweder tauschen wir da mal einen gelben aus und sind halt eine nette Werkstatt. Oder wir werden da halt wirklich mal einen brauchen. Das wäre natürlich super. Erstmal müssen wir jetzt checken, was noch so sein kann hier. Oh, oh, oh. Öl muss mal gewechselt werden, Kumpel. Was sagt denn der Ölfilter? Sollen wir den auch mal austauschen? Ne, der ist okay. Wir müssen nur auf jeden Fall Öl nachgießen. Zack. Ne, wir machen Ölwechsel. Komm. Dann haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Das heißt, Karre nach oben. Wo steht unsere Wanne? Jawohl, ich glaube, das bringt nämlich eh nichts, wenn wir hier einfach nur Öl nachkippen. Es bleibt dann trotzdem so eklig schwarz. Und das bringt halt dann wirklich gar nichts. So, da ist der Öldeckel. Stehen wir da gut drunter. So. Und gucken. Ja, das müsste doch eigentlich passen. Ich unterstelle mal, das passt. Falls nicht, zahlen wir $100 wieder für Säubern. Das wäre ärgerlich, aber wie gesagt, ich glaube, das passt. So. Yay! Wir sind super. Da war natürlich auch nicht viel Öl drin, das hat man gesehen. Da kam nicht viel raus. Du kommst erstmal wieder zur Seite. Runter mit dir. Und dann wird einmal Öl wieder aufgefüllt. So. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Mal gucken, ob das so reicht. Wir kontrollieren eben natürlich. Ja, gehen wir uns mit zufrieden. Ist zwischen Min und Max, also alles okay. Du kommst wieder drauf, du kommst wieder drauf. Und mal gucken, was die Rechnung sagt. Ah, das war's auch noch nicht. Macht das überhaupt Sinn jetzt, also, dass ein Ölwechsel sowas heilen könnte, sag ich mal. Wir lassen die Abdeckung nochmal eben ab und checken die Zündkerzen, die Zünddrähte, das Zündmodul hier. So, du bist okay. Du bist auch okay.
ist auch okay. So, und jetzt wüsste ich zum Beispiel gerne, ob es überhaupt Sinn macht, die auf der anderen Seite zu kontrollieren. Ja, weil vielleicht das halt keinen Sinn macht, weil der Motor aus Symmetriegründen, wenn die Kerze kaputt ist, ist auch automatisch die kaputt oder so. Wüsste ich halt gerne, weiß ich aber leider nicht. Kann natürlich auch Materialdefekt sein, dass eine Kerze mal defekt ist. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir checken deshalb aber auf jeden Fall mal die zweite Seite auch. Jetzt würde ich höchstens noch irgendwie eine undichte Stelle am Auspuff vermuten oder am Krümmer. Das checken wir gleich auch mal eben. Und das Sperrdifferenzial oder das Differential könnte doch vielleicht auch kaputt sein, oder? Wenn die Leistung nicht mehr richtig... Es verteilt ja die Leistung zwischen linkem und rechtem Rad. Was ist denn das? Das hinten? Sitzt es dann hinten? Ich denke mal, es sitzt dann hinten. Wir bauen erstmal vorne hier wieder alles an. Jawohl, das ist nämlich okay. Die Zündkerzen waren okay, die Drähte sind auch okay. Schade, schade, Schokolade. Nee, komm, wir bleiben nochmal eben kurz hier vorne und checken die ganzen Belts. Und das ganze Gedöns hier, Lichtmaschine und so. Zack. Wo die Lichtmaschine lädt auch eigentlich... Hat doch eigentlich nur was mit dem Laden der Batterie zu tun. Oder vertue ich mich da jetzt ganz stark? Also... Wenn die Lichtmaschine kaputt ist, dann kann die Batterie halt nicht mehr richtig geladen werden. Und vielleicht elektrische Geräte, Stereoanlage und so nicht mehr richtig versorgt werden oder so. Aber das hat doch... eigentlich nichts mit der Zündung zu tun und dass dann vielleicht die Leistung wegbleibt, oder? Ist alles okay. Komm, wir checken trotzdem mal eben die Lichtmaschine. Wir müssen einfach nur den Gut hier abnehmen und dann können wir die Lichtmaschine schon abbauen. Sind nicht viele Handgriffe. Ja, die war okay. Hätten wir uns sparen können. Schade, schade. Ja, wir werden auf jeden Fall hinten noch die Benzinpumpe checken. Was jetzt, wo ich es sage, vielleicht die naheliegendste Lösung auch schon wieder ist, was wir einfach noch nicht geprüft haben. Okay, der Filter ist okay. Was sagt die Pumpe? Müssen wir ausschrauben. Zack, zack. Und dann sagt uns das, die Pumpe ist... Na? Es wird spannend, na? Die ist okay. Schade. Die Defekte, die wir gerade noch im Inventar hatten, waren eine alte Pumpe, die ich nicht verkauft hatte. Ja, und nun, Auspuff checken, was? Ich glaube schon. Auspuff okay, vielleicht der Cut oder so. Ich klicke einfach mal alles schnell durch. Nee, ist auch alles okay. Sudden Decrease in Power, also ein plötzlicher Leistungsabfall. So, was haben wir denn schon? Wir haben doch hier schon einige Sachen gemacht, ne? Ich hole den nochmal wieder. Es muss doch am Motor liegen, jetzt mal ganz ehrlich, Leute, oder? Der hat Heckantrieb. Sollen wir nochmal eben hinten das Differential checken? Wieso hat er hinten kein Differential? Sind wir nicht heckangetrieben? Der hat doch wohl keinen Frontantrieb, oder? Doch, hier sind die Antriebsdinger. Oder ist das der Antrieb, ne? Dieses graue Dinge. Ach, Schitte. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass der Frontantrieb hat. Probefahrt bringt nichts. Sollen wir den Fehlerspeicher nochmal eben lesen? Machen wir jetzt einfach mal. Also so verzweiflungstatenmäßig. Vielleicht stimmt ja was mit irgendeiner Elektronik nicht, was aber auch nicht sein kann, weil wir das im Spiele gar nicht in der Hand haben oder bearbeiten können. So. Close the door. Open the hood. Ziehe das Mauskabel wieder gerade, so. Tja, kann ich noch 1000 Mal M sagen. Da werde ich trotzdem nicht von schlauer. Zündkerzen sind durch. Wir haben Öl gewechselt. Wir haben... Eine Sache haben wir noch gemacht. Genau, hier, die Schlauchscheiße haben wir noch gemacht. Den Krams mit dem Schlauch. Was bleibt denn noch? Hier ist alles okay.
hier Kupplungsgedöns und so. Sollen wir wieder hingehen und das Getriebe abnehmen? Hat das was mit der Kupplung zu tun, wenn einfach die Leistung wegbleibt? Kann es was mit dem Getriebe zu tun haben, wenn einfach die Leistung wegbleibt? Ah. Ich glaube, wir machen das jetzt einfach. Nehmen wir den Reifen ab, gehen wieder die Drivetrain-Dinge ab und dann gucken wir nochmal unter Betriebe. Warte mal, was ist mit dir? Ey, du hast uns ja auch eigentlich gar nicht zu interessieren, du bist komplett egal. So. Das wollte ich abnehmen, genau. Drive Axis. Also die Fahrachse, die angetriebene Achse, die Antriebsachse, denke ich doch mal, dass sie so heißt. So, und das heißt, das Ding hat wirklich Frontantrieb. Unrealistisch, meine Lieben, unrealistisch. So, runter mit dir. Und dann geht's noch an, also dem Starter an den Kragen. Können wir mal eben gucken, ob die Teile vielleicht defekt sind. Nee, sind sie alle nicht. Das können wir eben verkaufen, das können wir eben verkaufen. Und das und das. Da sind schon die Altteile von diesem Fahrzeug dann auch weg. So, und jetzt einmal den Starter an den Kragen. Der war hier, ne? Genau. Damit wir dann ans Getriebe können. So. So, und dann nochmal hier halt Kupplungsgedöns auseinandernehmen und dann auch einmal checken, in welchem Zustand sich das Symbol befindet. Um es dann wahrscheinlich wieder frohen Mutes anzuschrauben. Zack, ist okay. Zack, ist okay. Scheiße, ich überlege gerade schon weiter, was es denn noch sein kann. Es ist auch okay. Das Getriebe ist auch okay. Mist, verdammter. Plötzlicher Leistungsabfall. Plötzlicher Leistungsabfall. Ja, ich bin echt überfragt, Leute. Tut mir leid. Ich kann gerade nicht. Vielleicht mal eine Probefahrt machen, nur so aus Jux und Dollerei. Ich meine, das macht keinen Sinn, aber. Das Rad auch wieder dran. Tja, ey, was? So, jetzt haben wir doch keine Teile mehr im Inventar, oder? Ach so, doch. Hä? Ach so, ja klar, das war der. Okay, ja. Der Starter, den müssen wir natürlich wieder dran klöppeln noch. Und das war noch der Schlauch, den wir für einen Vierzylinder hatten. Wo wir uns versehentlich vorhin verkauft hatten. Quasi. Sudden decrease in power. Plötzlicher Leistungsabfall. Und hier ist so ziemlich alles grün, was wir uns vorstellen können. Auspuffgrün. Back to me. Zylinderkopf können wir eh nicht dran, ne? Da konnten wir zwar kurz in den Zylinder reinschielen, habe ich gerade gesehen. Na, kommen wir da nochmal hin? Hier. Aber hier sind auch keine Teile, die man dann abschrauben kann. Hinten bei der Benzinpumpe waren wir auch schon, beim Benzinfilter auch. Gibt es denn sonst hinten noch etwas? Können wir das Auto nochmal wieder nach oben schicken? Alles okay, alles im grünen Bereich. Also hier gibt es definitiv nichts hinten. Wir müssen auf jeden Fall vorne bleiben. So, die ganzen Sachen, die jetzt doch hier grau sind, die haben alle doch nur was mit dem Fahrwerk an sich zu tun, oder? Also mit dem Fahrverhalten, was das Fahrwerk angeht. Ich lasse nochmal eben wieder runter.
Ganz paranoid. Kontrolliere ich nochmal eben das Öl, aber es ist natürlich noch genauso voll wie vorher. Ach. Ja, ich komme nicht drauf. Ich komme echt nicht drauf. Power Steering Rack? Hat sowas denn vielleicht noch mit dem Leistungsabfall? Könnte das noch easy sein? Weil da Power steht, aber es ist halt ein Steering Rack. Probefahrt würde gehen. Mache ich aber nicht. Passt mal auf, meine Lieben. Ich mache mal eben eine Aufnahmepause, weil das ist eh schon. Zockt schon wieder ein bisschen lange. Und ich werde mal die Folge schneiden und alle mal dann ins Internet verschicken für euch, damit ihr die sehen könnt. Und ja, vielleicht mal eine Nacht drüber schlafen, was denn hier wohl noch sein könnte. Ich bin da echt ein bisschen überfragt gerade. Aber na gut, ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht wisst ihr da irgendwie eine Antwort und so. Tja, ich bin echt überfragt. Ein bisschen ratlos gerade. Na egal. Ich sage danke fürs Zusehen, sage bis morgen und ja, macht's gut, die Nasen, ne? Tschüss.